Was nützt denn ja? Das ist wie eine andere Geschichte, wie kann man mit diesen Spielern Geld auch machen kann und tut. Aber 1,8 Millionen haben wir verlassen. Das ist nur eine Schätzung meiner gewissen Quelle. Ja, jetzt realisiert ihr das, ne? Auf jeden Fall. Und dann hat Klopp gesagt, okay, wir müssen das ändern, wir müssen da was ändern, und zwar nach 1000 Jahren müssen wir Folgendes ändern. Wir müssen, das ist der größte Wunsch von vielen gewesen, in der Community, in der englischen Community hauptsächlich, Torhüterschub aktualisieren. Wir müssen die Allianz-Krieg-Booster hier zwischendurch mit einem Kauflimit von ne, X, können die gekauft werden. Wir müssen den Allianz-Krieg genauso modifizieren wie Allianz Mission, dass es ein Rückgängigkeitsbutton gibt, wo man einfach seine falschen Schritte, zwar immer noch Schritt 1, rückgängig machen kann, aber immerhin. Vorher waren es noch 6 Schritte, vorher konnte man sogar 6 Schritte rückgängig machen, das haben aber einige ausgenutzt. Und das fand Kabam gar nicht gut, denn Kabam hat ja eingebaut, so, wenn du den Schritt rückgängig machst, dann dieser Pfad, den du rückgängig machst, der ist schon begehbar, ohne dass der andere User Energie verschwendet. Das fand Kabam gar nicht lustig. Denn da haben einige Leute natürlich ein bisschen geschummelt. Tja, die User sind nicht schuld, aber wenn ihr zu blöd seid und das so einbaut, Alter, ihr könnt euch den Leuten nicht vorwerfen, eure Dummheit, dass das ein Cheat ist. Und dann einfach Leute sperren, das wird ja auch mal erwähnt sein, wird ja auch keiner von den Community machen, weil sie zu feig sind, dass ihr diese Leute entweder abgemahnt habt oder gesperrt habt. Alter Schwede, was seid ihr für Arschlöcher? Und dann habe ich natürlich, weil das verschwiegen und dann unter den Teppich gekehrt, aber egal. Ne? Scheiß drauf, wir haben es mal erwähnt. Dann die Energiebegrenzung wurde auf 6 erhöht und die neue Erneuerungsfrequenz auf 45 Minuten verringert. Nach 1000 Jahren? Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich Allianz Mission? Da gab es so viele Problematik. Es waren 5000 Briefe von Leuten, Beschwerden. 5000, aber es waren mehr als 5000. Es waren 5000 Beiträge im Forum. Beschwerden habt ihr Millionen erhalten. Ne? Jeder hat geschrieben, ey Leute, das ist ungleichmäßig Verhältnis. AM ist jetzt anders von der Zeit wie AK. Macht doch das beides auf 45 fucking Minuten. Was hat Kevin gesagt? Nee, wollen wir nicht, ist uns ein bisschen zu blöd, ne? Ist ein bisschen zu aufwendig, ne? Bullshit! Englisch haben sie es gemacht, weil jetzt die Leute direkt immer mehr gegangen sind, weil der Spaß an AK weggegangen ist. Ja, muss man einen Arschloch auf die Fresse hauen und töten, damit er sich ändert? Ja, wahrscheinlich schon. Was ist noch, was sich ändern wird? Anpassung der obersten AK-Stufen. Das ist ja ganz klar, dass Kevin nur die obersten anpassen tut. Die ersten natürlich die Experten angepasst. Dann hat Kevin noch zusätzlich gesagt, dass sie die Veränderungen im Krieg, im Verlauf des Knoten, die Herausforderungen wollen die auch ändern. In die Session 27 wollen sie aber erst so einige Änderungen mit einfließen. Ne? Die Zukunft, was sagt Kevin zur Zukunft? Kevin sagt sich, ey Leute, es ist uns klar, dass wir nicht mehr auf dem Stand sind. Wir sind nicht die Mortal Kombat, wir sind nicht wie Warner Brothers für Injustice 2, wir sind nicht so wie Total Rome of War, wir sind es nicht. Warum nicht? Weil wir Arschlöcher sind. Also klar hat gesagt, ihr seid Arschlöcher. Und einem Arschloch muss man einfach auf die Fresse hauen. Und ey, ich bin das ja auch. Ich bin ja auch ein armgroßes Arschloch. Vielleicht der größte der Welt, aber ich stehe dazu. Und ich ändere das und mache extra geile jetzt Videos für meine YouTuber und für meine Fans, die mich abonniert haben, weil ich vollkommen recht gehabt habe. Ey, Andi, du Arschloch. Hat ein Kumpel zu mir gesagt, mach doch endlich mal mehr Videos, du Wichser. Hat er nicht? Recht? Doch hat er. Und deswegen, für dich, hey, ich sag nicht den Namen, aber hey, für dich, der eine, der es gesagt hat. Ja, wer die Leute nicht schlecht macht, ne? Macht man ja nicht. Und das meine ich wirklich, macht man nicht. Okay, also, das hat angepasst. Okay, was haben wir noch hier? Da haben wir nur Blabla-Gelaber. Das könnt ihr schon vorlesen, aber das muss ich schon gelesen. Die Verbesserung. So, wichtig ist jetzt 2022. Da fangen wir mal an zu lesen. Das andere ist nur Schleim, brauchen wir nicht. 2022, wenn jetzt die großen Dinge rauskommen, sagt Kabern sich, das ist doch wirklich so.
2022, sagt sich Kubem, werden die großen erste Änderungen kommen. 2022, wie lange noch? Nicht mal einen Monat nennen die 2022, sondern sagen einfach 2022. Alter Schwede, nur ein paar Änderungen jetzt. Und genau das ist das, warum viele sagen, ey, viele aufrichtige Spieler sagen, ey, Schnauze voll. Die Schnauze voll. Ein Kumpel von mir hat eine geile Allianz und die sind getrennt. Die haben keinen Bock mehr gehabt. Die waren platt und die sind weg. Die sind komplett an die aufgehört und sagen, das ist uns zu blöd. Und den Platin-Allianzen, müsst ihr wissen, denen geht es nicht anders wie den Gold-Allianzen. Und die Platin, denen geht es viel schlimmer an die meisten, weil die sind spielsüchtig. Die geben es natürlich nicht zu. Englisch meiner, der darüber spricht, Englisch meiner. Wir werden demnächst ein Interview holen von einer ehemaligen Chefin. Die war, glaube ich, Gold 1 Platin. Und die wird das natürlich, wenn wir dann richtig Skype-Interview machen, weil ich könnte ja auch dahin fliegen und näher hinfahren, aber die Corona-Maßnahmen sind mir echt zu dumm und da das einfach mir zu blöd ist und die Leute zu sehr gestört sind wegen Corona-Bullshit, machen wir das einfach bei Skype. Es gibt Corona, es gibt's, ja, aber es gibt keine Zombies da draußen. Also ich habe noch keinen gesehen, der mich gebissen hat. Okay. Einzelwettbewerb. Ja. Kommen wir zum Einzelwettbewerb. Also der Einzelwettbewerb, das ist das, wo man einzeln zocken tut. Da war natürlich so, da hat sich Kevin immer ein bisschen so ruhig gehalten, hat gesagt, nee, da wollen wir natürlich nicht so jetzt so reinpirschen, wir haben ja schon geile Missionen. Da muss ich auch sagen, ja, ey Leute, Einzelmissionen lohnt sich mehr als Allianzkrieg zu zocken. Wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Allianzkrieg, keinen Bock mehr auf Allianzmissionen, weil die Einzelmissionen sind tausendmal besser geworden. Und es sollte ein Ausgleich sein. War es dann aber mit der Zeit nicht mehr. Und man hat sich natürlich, ich weiß, dass einige meiner Mitglieder, aber auch nicht nur meine, auch andere sagen, mir selbst gesagt haben, Andi, ich habe keinen Bock, einen zu machen oder klar, weil die Einzelmissionen mir mehr geben, als so ein AMAK. Und ich verstehe das gut. Und ich kritisiere da auch gar keinen, weil ich vollkommen recht haben darin. Nur, wenn ihr eine Allianz, also eine Allianz generell seid, dann ist es natürlich immer schön zu erwarten, wenn ihr trotzdem zocken tut. Und zwar AMAK. Aber ganz ehrlich, und das ist jetzt mit Absicht eine ehrliche Phase, die ich jetzt verwende, diese Phasen, die mittlerweile, ich habe die Kotze voll von diesen Phasen, man kann in AM die 80 Minuten schaffen mit 22 Leuten, beziehungsweise ja, 22 Monaten werden. Man kann es schaffen, aber es ist halt eben eine gewisse Zeit, die man benötigt. Wenn man das nicht will, dann muss man vornherein sagen, ich mache da nicht mit. Und von vornherein sich komplett von AK abmelden und von vornherein sagen, ich mache auch komplett in die AM mit. Und dann kommt man aber nicht weiter. In der Allianz bei uns kannst du trotzdem bleiben. Natürlich wäre es schön, wenn die Leute mitmachen würden. Aber, obgleich das nun mal so ist, kann man Menschen nicht dazu zwingen. Sollte man auch nicht. Wir machen das nicht, wir zwingen die Leute nicht, wir machen richtig Real Life. Game of Thrones ist Real Life. Wir sind aber mittlerweile auf einen Punkt gekommen, wo wir sagen, die großen Vereine mit dabei sind und sagen, ich höre auch zu den großen, hey, wir müssen weiterkommen. Wir müssen mit 5, 2 KIs zocken. Haben wir jetzt angefangen, weil wir verfolgen und schauen, wie sich das entwickelt. Wir brauchen natürlich mehr Spieler. Wir brauchen Spieler, die gut sind. Aber die Spieler, die nicht gut sind, zu kicken, machen wir. Mach ich nicht aus dem einfachen Prinzip, weil ich war auch mal schlecht. Ich war mal so schlecht, dass Man kennt ja diesen Mutterwitz, die ihn heute nicht gebracht hat. Ich war mal so schlecht, dass meine Mutter mich am Klo suchen musste. Sie hat gemerkt, ich war so schlecht, dass sie mich gefunden hat irgendwo da in China. Okay? So schlecht war ich. Also von daher darf man nicht vergessen. Das machen viele von denen. Viele kicken einfach die Leute und sagen, hey oder hey. Und manche sind beleidigt, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Du bist schlecht. War ich auch früher, bis ich gelernt habe, die Hardcore-Wahrheit ist mehr wert als die Lüge. Aber der Unterschied ist zwischen der Hardcore-Wahrheit, der reine Hardcore-Wahrheit ist, du sagst, der ist schlecht und ich will dich bessern. Und ich gebe dir Videos, wie du das besser machen kannst. Die Punkte werden sein in den Einzelmissionen. Wir haben einmal Champions für euren ausgewählten Gegner auswählen und sperren. Das ist ein ganz neuer Wettbewerb, das ist ein ganz neuer Spielmodus.
Dieser Spielmodus nennt sich einfach Konzeptkämpfe. Okay, Konzeptkämpfe. Und was wirst du da machen können? Champions für deine ausgewählten Wege auswählen und sperren, clevere Buffkombinationen aussuchen, um den Herausforderer zu überlisten, die ganze Breite eurer Champions List einsetzen, um das große Ganze durchmischen und eine neue Siegeskombination zu erstellen und deine Fähigkeiten auf die Probe stellen und gegen die Verteidiger deines Gegners antreten und zum Schluss die besten Liste entklimmen, um völlig einzigartig um völlig einzigartige Belohnungen im Turnier zu bekommen. Okay? Das wird es geben. Ich finde, das Konzept habe ich mir angeschaut, finde ich gut. Muss ich auch dazu sagen, es ist was nichts Neues, sondern es ist einfach was Altes, was einfach beim kopiert hat von Total War, von Injustice 2. Ich finde es schade, dass die Firmen immer lügen und einfach durch Marketing, ich habe ja Marketing gehabt, einfach diese Lügerei auftischen. Nie wieder Marketing, da gibt es zu viele Arschlöcher auf der Welt und zu viele Arschlöcher, leider ist das so, so wie es zu viele Wichser an Zeitarbeitfirmen gibt. Und gibt es ja auch nur Idioten, Arschlöcher und deswegen ist das Problem. Diese Lügerei macht diese ganze Welt kaputt. Warum nicht einfach sagen, wir haben uns ein Beispiel, warum nicht diesen Satz bilden? Wir haben uns ein Beispiel, ein sehr gutes Beispiel an Warner Brothers entnommen und haben dieses Konzept für uns in Betracht gezogen und nach längeren Besprechungen haben wir uns entschieden, im Team mitten der obersten Etage, dass wir dieses Konzept von Warner Bros. Gerne auch folgen möchten und ein ähnliches mitentwickelt bzw. entwickelt für uns, ne, für uns angepasst. Das wäre viel aufrichtiger. Warum immer Herr Hitler, Herr Satan? Atombombe töten. Warum nicht einfach mal ehrlich direkt sagen, hey, ne? Okay, Leute.